In den Metropolen weltweit das gleiche Bild. Verstopfte Straßen, Stillstand. In Berlin und vielen anderen Städten haben Autos immer noch Vorfahrt. Und das wird zum Problem. Kein Durchkommen mehr. Wenn du hier nach rechts abbiegen willst, ist so krass gefährlich. Alternative Fortbewegungsmittel werden nun häufiger genutzt, weil sie schneller sind. Die Automobilität, wie wir sie kennen, ist nicht mehr das richtige Konzept. Zusätzlich zum Nahverkehr entstehen bequeme Transportangebote. Für jede 100 Pkw braucht man nur 3 Minibusse, die Leute sich teilen, um den gleichen Verkehr zu leisten. Lebensräume statt Parkplätze. In Städten wie Barcelona keine Utopie mehr. Doch immer mehr Menschen drängen in die Metropolen. Und Verkehrsplaner weltweit suchen nach ganz neuen Formen der Mobilität. Sie sind immer als verrückt erklärt worden, wenn sie vorgeschlagen haben, dass man im städtischen Bereich Seilbahnen bauen sollte. Können wir uns das vorstellen? Eine Stadt ohne Autos? Was muss passieren, damit wir auf das eigene Auto verzichten? So, da geht ja mal wieder gar nichts hier. Freitagvormittag in Berlin. Wegen der zweiten Reihe parke hier. Dann kommen von vorne welche, kommen von hinten welche. Alle wollen gleichzeitig durch. Und hier geht irgendwie gar nichts. Nee, so typisch. Bundesweit kommen auf 1000 Einwohner knapp 700 Kraftfahrzeuge. In Berlin sind es, bedingt durch die frühere Insellage der Stadt, mit 341 zwar nur knapp die Hälfte, doch immer noch zu viele. Statistisch werden die vielleicht eine Stunde am Tag bewegt. Und ansonsten stehen die rum und brauchen so viel Platz, wie ein Kinderzimmer von meinem Sohn groß ist. Ja, das ist total der Wahnsinn. In immer mehr Städten kollabiert der Verkehr. Ja, es macht einfach keinen Spaß mehr, hier zu sein. Du kannst dich nicht auf der Straße bewegen. Es ist laut, es ist eng, es ist voll, es ist ätzend. Es stinkt. In Deutschland sind 57 Millionen Kraftfahrzeuge unterwegs, davon 47 Millionen Pkw. Mit ihnen werden bis zu 70% aller Fahrten erledigt. Der Mobilitätsforscher Stefan Rammler fordert einen Richtungswechsel in der Verkehrspolitik und ist davon überzeugt, so wie bisher geht es nicht weiter. Es wird immer enger. Wir erleben eine dichte Zunahme, was die Automobilität angeht in den Städten, die Städte, so wie sie gebaut sind, zumindest in Europa, nicht mehr so richtig aushalten. Und deswegen haben wir nicht nur eine Enge und eine Raumproblematik, sondern wir haben eine Emissionsproblematik und wir haben auch eine Lärmproblematik. Die Form der Automobilität, wie wir sie am Beginn des 20. Jahrhunderts geschaffen haben, unter ganz anderen Rahmenbedingungen, die ist heute obsolet geworden und nicht mehr funktional. So wie hier in Berlin zu sehen, eine Spur ist eigentlich für Linienbusse reserviert. Doch das interessiert viele Autofahrer nicht. Radfahrer werden in den fließenden Verkehr gedrängt. Uta Bauer vom Deutschen Institut für Urbanistik beobachtet, das Bußgeld von derzeit höchstens 35 Euro schreckt kaum jemanden ab. Die haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Der eigentliche Zweck der Busspur ist ja, dass der öffentliche Verkehr schneller wird und dass man damit schneller als mit dem Auto unterwegs ist. Es wird total konterkariert oder torpediert. Es funktioniert einfach nicht. Noch 2019 soll das verkehrswidrige Parken auf Radwegen deutlich teurer werden, bis zu 100 Euro. Für Busspuren gilt die Verschärfung des Bußgeldkatalogs vorerst nicht. 7200 Kilometer, so lang wäre die Strecke, würden alle Berliner Autos Stoßstange an Stoßstange fahren, hat Uta Bauer hochgerechnet. Dabei ist ein Auto durchschnittlich nur 45 Minuten pro Tag in Betrieb. Die übrige Zeit ist es irgendwo abgestellt. Gerade die beliebten SUVs verursachen da Probleme. Die sind ungefähr 30 cm breiter als jetzt so ein Auto. So, dass diese Autos nicht mehr in normale Garagen kommen, weil die zu klein sind. Und dass die Autos dann eben bevorzugt einfach auf der Straße geparkt werden. Die verbrauchen Platz enorm. Und vor allen Dingen, sie werden ja immer mehr. Es sind ja nicht wenige, sondern in so Vierteln, gutbürgerlichen Wohnvierteln, nimmt das zu, das heißt, sie nehmen auch die Fahrbahn, also die Fahrbahn wird immer schmaler. Ein Anwohnerparkschein kostet in Berlin bloß 10 Euro pro Jahr, in München 30 Euro. Zum Vergleich, Stockholm verlangt 800 Euro.
völliger Nonsens. Das Auto steht einfach rum, nimmt 12 Quadratmeter Fläche weg und wird nicht genutzt. Das kann sich eine Stadt eigentlich gar nicht mehr erlauben. In Deutschland ist Parken, egal ob ordnungsgemäß oder verkehrswidrig, immer noch vergleichsweise billig. Jahrzehntelang hatten Verkehrsplaner die Städte so ausgebaut, dass möglichst viele Autos hindurchfahren und auch parken konnten. Das ändert sich jetzt gerade, denn die Flächen sind sehr teuer geworden. Diese auf das Auto fixierte Verkehrs- und Siedlungspolitik stellt die Städte heute vor große Herausforderungen. Wenn man bestimmte Probleme mit Ökosteuern, mit Parkraummanagement, mit Finanzierungsfragen, mit fiskalpolitischen Fragen, mit Regulierungsfragen lösen müsste, dann sagt die Politik oft genug, das trauen wir uns nicht, weil die Konsumenten jetzt noch tief in der automobilen Kultur sitzen. Und wenn wir jetzt anfangen, die Rahmenbedingungen zu ändern, werden wir abgewählt. Ne? 2 Millionen Menschen leben im bevölkerungsreichsten Ballungsraum Boliviens, der die Städte El Alto und La Paz umfasst. Die Straßen im Talkessel von La Paz können die unzähligen Autos und Minibusse nicht mehr bewältigen. Stau, Stress und Luftverschmutzung. Am Boden versinkt die Großstadt im Chaos. Seilbahnfahren ist dagegen die pure Ruhe. Seit 2014 schweben die Kabinen über den Häusern. Mittlerweile hat das Seilbahnnetz eine Länge von fast 33 Kilometern. Sabina Pacosio zum Beispiel ist jeden Tag mit Mi Teleferico unterwegs. Die Cholita wohnt in Rio Seco und fährt runter in die Zona Sud. Dort, im reichen Viertel von La Paz, kümmert sie sich bei wohlhabenden Geschäftsleuten um den Haushalt. Eine Fahrt kostet etwa 40 Cent. Das ist weniger als der Bus. Die Hektik des Alltags scheint in der Gondel weit weg. Die Verkehrsprobleme interessieren uns nicht mehr so sehr. Wir müssen von einer Seite der Stadt zur anderen kommen, etwas erledigen oder zur Arbeit fahren. Wir möchten pünktlich sein, also nehmen wir die Seilbahn. Wir sind zufrieden und glücklich, weil sie uns hilft. Sabina ist in 20 Minuten am Ziel. Mit dem Auto im Berufsverkehr hätte es 2 Stunden gedauert. Doch in La Paz fährt nur Auto, wer muss. Rund 7% aller Wege werden mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt. 1% mit dem Fahrrad, 20% zu Fuß und gewaltige 72% mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Inzwischen ist die Seilbahn das beliebteste Verkehrsmittel der Stadt. Bis zu 300.000 Menschen nutzen die Verbindungen täglich. Besonders donnerstags und sonntags, an den Markttagen, ist es voll an den Stationen. Die Seilbahn bringt unterschiedliche Welten zusammen. Je höher die Wohnlage, desto ärmer die Menschen. So geht es über Armenviertel, Krankenhäuser und Friedhöfe hinweg. An anderen Vierteln der Stadt über die Villen und schmucken Gärten der Reichen. Am Ende nutzen alle Mi Teleferico. Rund 600 Millionen Euro hat das Seilbahnnetz bislang gekostet. Die Finanzierung hat der bolivianische Staat übernommen. Der Betrieb trägt sich aber mittlerweile selbst. Cesar Dockweiler, Chef des Seilbahnsystems Mi Teleferico, glaubt, dass City-Seilbahnen auch in anderen Städten helfen könnten. Ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Lösung in verschiedenen europäischen Städten effizient eingesetzt werden kann. Wir haben mehr als 65 Delegationen aus verschiedenen Städten und Ländern bei uns gehabt. Die Gäste wollten sehen, was wir gemacht haben, um die Mobilität in der Stadt zu verbessern. Mi Teleferico ist zum Wahrzeichen von La Paz geworden. Die Bahn wird von den Menschen genutzt und ist effizient. Sind solche City-Seilbahnen also das Modell der Zukunft? Können die Gondeln auch die Verkehrsprobleme in Europa lösen? Berlin. Der zweifache Familienvater Florian Fleischmann besitzt kein eigenes Auto.
Für Fahrten aus der Stadt heraus leiht er eins aus einer Carsharing-Flotte. Für den Alltag in Berlin genügt ihm sein schon betagtes Lastenrad. Die Kosten liegen bei etwa 5 Cent pro gefahrenem Kilometer. Bei einem Kleinwagen rechnet man mindestens 28 Cent pro Kilometer, und zwar ohne Parkgebühren. Florian Fleischmann spart Geld und hat weniger Stress. Mit dem Auto unterwegs zu sein, ist echt immer, man regt sich oft, man muss sich oft aufregen. Seit Fahrradfahrer auch nicht so leicht, aber ich finde es immer noch besser und ich bewege mich an der frischen Luft und habe das Gefühl, ich tue was Gutes für die Umwelt. Ja, das macht alles irgendwie gut. Im Unterschied zu immer mehr jungen Städtern besitzt er noch einen Führerschein. Ich fahre auch gerne Auto, also so ist ja nicht. Ja. Ich habe das so gelernt damals, als ich 18 geworden bin, ganz normal Führerschein gemacht, viel Auto gefahren damals. Ich kann das Fahrgefühl und den Spaß daran auch verstehen. Das ist überhaupt nicht das Ding. Ich habe nur das Gefühl, dass es hier in Großstädten überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen hat sich Florian Fleischmann schon vor längerer Zeit für sein Lastenrad entschieden. Doch damit hat er im Straßenverkehr oft das Nachsehen. Hier zum Beispiel, da steht einer bis auf die Ecke. Kein Durchkommen mehr. Und hier, wenn du hier nach rechts abbiegen willst, ist so krass gefährlich. Super. 50% aller Pkw-Fahrten erstrecken sich über maximal 5 Kilometer. Distanzen, die in der Stadt zu Fuß, mit dem Rad oder dem Nahverkehr abgedeckt werden könnten. Nur ist das nicht immer bequem. Heiko Seibel arbeitet als Kundenberater. Seit einiger Zeit testet er eine neue App, die Autofahrten sparen soll. Sein blaues Auge holte er sich beim Fußball. Ich mache gerade Feierabend und dann öffne ich einfach die App, die Alligator-App. Ich gebe den Standort ein, wo ich hin möchte. Das wäre jetzt der Alexanderplatz, weil ich mich da noch mit Freunden treffe. Suche dann oder bestätige den Zielort, suche einen Fahrer und der kommt in genau 6 Minuten direkt hier unten vor der Haustür. Und dann bin ich, ja, laut System in 15 bis 16 Minuten da. Das ist bequemer als Busfahren und billiger als ein Taxi. Heiko Seibel kann auf der App nachverfolgen, wann sein Shuttle eintrifft. Es kommt ein Kleinbus mit 7 Plätzen. Heiko Seibel fährt nicht alleine. Hallo. Hi. Hi. Und wird nicht direkt zu seinem Ziel gebracht. Das Teilen der Dienstleistung Personentransport ist dank Smartphone einfach und zuverlässig. In deutschen Großstädten gibt es bereits mehrere Anbieter solcher Shuttle-Dienste, wie etwa Clever Shuttle, Moja oder Door-to-Door. Auch sie sollen helfen, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs in Städten auf 20% zurückzudrängen. In der Zentrale wird jede Fahrt der Shuttles mitverfolgt. Die Shuttle-Dienste sind Pooling-Systeme. Durch die Vernetzung von Personen mit ähnlichen Zielen werden die Passagiere mit kleinen Umwegen zu ihrem Wunschort gebracht. Das Shuttle folgt dabei keinem Linienplan, sondern den jeweiligen Wünschen seiner Mitfahrer. Für jede 100 Pkw braucht man nur 3 Minibusse, die Leute sich teilen, um den gleichen Verkehr zu leisten. Weil natürlich die Fahrzeuge so viel rumstehen, immer nur einer drin sitzt, Parkplätze blockieren, sodass man also wirklich viel, viel, viel weniger Ressourcen braucht, um immer noch dieselbe Mobilität zu leisten. Ein großer Linienbus, der nach festem Plan seine Route abfährt, ist oft nicht wirtschaftlich. Der Nahverkehr muss sich den Bedürfnissen der Menschen besser anpassen. Gerade auf dem Land könnten die Shuttles nach Bedarf die Lücken im Bus- und Bahnverkehr schließen. Im ländlichen Raum kann Technologie auch zum Einsatz kommen, muss sie zum Einsatz kommen, glaube ich, weil natürlich durch die Zersiedelung es wahnsinnig schwierig ist, mit klassischen Linienverkehren die Leute überhaupt abzuholen. Die Leute wohnen ja nicht immer entlang dieser Linie, also muss man die auch rechts und links aus den kleineren Siedlungen dann da abholen und zu der Linie bringen. Das kann im ländlichen Raum gut funktionieren, das ist natürlich immens wichtig, weil sonst wirklich viele Gegenden den Eindruck haben, in der Mobilität abgehängt zu sein. Und es ist also ganz wichtig, auch den ländlichen Raum nicht zu vergessen. Nach und nach werden die Berliner Shuttle-Kunden an ihren Zielen abgesetzt. Die Fahrtdauer ist mit dem Nahverkehr vergleichbar. Ciao. Mach's gut. Der Preis liegt zwischen Taxifahrt und Busticket.
Ich benutze den Alligator eigentlich, wenn der Bus seltener fährt, also abends. Und wenn ich in Bezirken bin oder in Straßen bin, wo die Verkehrsanbindung nicht perfekt ist. Solche Pooling-Systeme sind nur sinnvoll, wenn sie die Privat-Pkw verdrängen. Sie können niemals ein Ersatz für den öffentlichen Nahverkehr sein. Im Stadtquartier des Europäischen Energieforums Berlin und auch auf dem Campus der Charité Mitte und dem des Virchow-Klinikums testet die Berliner Verkehrsgesellschaft die Einsatzmöglichkeiten hochautomatisierter Elektrokleinbusse. Ein Techniker überwacht noch die Fahrten. Über eine App wird das Emily genannte Fahrzeug zu den Haltestellen gerufen. Es fährt derzeit wie auf virtuellen Schienen immer die gleiche Strecke ab. Die drei Teststandorte bilden mit Kreuzungen und unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern den Berliner Verkehrsalltag annähernd im Kleinen ab. Das Fahrzeug muss sich nicht selbst mit Situationen zurechtfinden lernen, sondern es fährt die ihm eingespeicherte Strecke einfach nur ab. Das ist zum einen sehr viel einfacher als das, was wir gemeinhin unter automatisiertem Fahren verstehen. Auf der anderen Seite können diese Fahrzeuge dadurch aber schon sehr viel früher auch real eingesetzt werden. Sensoren erfassen Hindernisse und bremsen den Minibus ab. Aus Sicherheitsgründen fährt Emily nur etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit. Experten rechnen damit, dass bis 2030 ein Viertel der Transporte in Industrieländern durch fahrerlose Fahrzeuge erbracht wird. Bei der Verkehrsmittelwahl, Experten nennen dies in der Statistik den Modalsplit, steht Berlin bei allen Problemen dennoch ganz gut da. Für 27% der Wege nutzen die Menschen in Berlin den öffentlichen Nahverkehr. Für 13% nehmen sie das Fahrrad, 30% gehen sie zu Fuß. Nur 30% aller Wege werden mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt. Wer über öffentlichen Nahverkehr spricht, denkt in Deutschland nicht an Seilbahnen. Der emeritierte Professor für Raumentwicklung Heiner Monheim kämpft seit Jahren für neue Transportkonzepte. Die einzige Möglichkeit, wenn der Platz so eng wird, auszuweichen, ist nicht unter die Erde, sondern in die Luft, in die +1 Etage. Das versucht man mit H-Bahnen und das versucht man mit urbanen Seilbahnen, weil die eben keine feste Infrastruktur brauchen. Die brauchen ein paar Masten, ein paar Seile, ein paar Kabinen. Das kann man alles in Windeseile hinkriegen, während wir, wenn wir eine U-Bahn bauen, in der Regel 20, 30 Jahre beschäftigt sind und Milliarden und Abermilliarden dafür ausgeben müssen. Die Bahn führt auf den 100 Meter hohen Kienberg und verbindet die Berliner Stadtteile Marzahn und Hellersdorf. Wir sitzen in einer Seilbahn, die für die internationalen Gartenausstellung in Berlin gebaut wurde. Also auch wieder der klassische Typ eines Veranstaltungsseilbahns. Für alle anderen verkehrlichen Aufgaben hat Verkehrspolitik und Verkehrsplanung 20 Jahre lang Seilbahn völlig ignoriert. Sie sind immer als verrückt erklärt worden, wenn sie vorgeschlagen haben, dass man im städtischen Bereich Seilbahnen bauen sollte. Dabei sind die Vorteile einer Seilbahn für den Verkehrsfluss offensichtlich. Alle 30 Sekunden kommt eine neue Kabine. Es gibt keine Stopps während der Fahrt. Zum Ein- und Aussteigen wird jede Kabine separat gebremst und beschleunigt, während sich das Hauptseil unverändert schnell bewegt. Die Motoren werden überwiegend elektrisch betrieben. Es entsteht also keine zusätzliche Abgasbelastung in den Städten. Die Kapazität einer modernen Seilbahn ist mit der einer Straßenbahn vergleichbar. Auch in Koblenz führt seit der Bundesgartenschau 2011 eine Seilbahn über den Rhein auf die Festung Ehrenbreitstein. Solche touristischen Strecken sind beliebt. Beim Bau von neuen City-Seilbahnen drohen jedoch Proteste.
Am Ende wird keine Seilbahn ohne kritische Begleitung aus der Bürgerschaft planbar sein. Es wird sicher Widerstände geben. Und das Problem kann man am besten lösen, wenn man eben mit Seilbahnen vor allem im öffentlichen Raum, also in bestehenden Straßen, versucht, die Trassen zu finden. Und wenn man möglichst wenig über Wohngebiete schwebt, bei Gewerbegebieten ist das ein viel kleineres Problem. Und am Stadtrand haben sie in der Bebauung ja oft große Lücken. In Deutschland sind nur in Berlin, Koblenz und Köln urbane Seilbahnen im Betrieb. Andere Städte wollen nachziehen und planen bereits. Die Elbseilbahn in Hamburg wurde per Bürgerentscheid abgelehnt. Verkehrsexperte Heiner Monheim gehen die Pläne der Städte nicht weit genug. Einzelne Seilbahnen reichten nicht, meint er. Ein ganzes Netz sei notwendig, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Verkehrspolitik sollte Seilbahnen ernst nehmen. Nicht als Alleskönner, aber als ein relevantes Mittel, um endlich aus dem Stauland Deutschland ein vernünftiges öffentliches Verkehrsland zu machen. München. Durchschnittlich 140 Stunden pro Jahr steht jeder Autofahrer hier im Stau. Wenn die Verkehrsentwicklung so weitergeht wie bislang, wird es 2030 eine durchgehende Rush-Hour von 6 bis 21 Uhr geben. Am Stauschwerpunkt Frankfurter Ring soll deshalb bereits in einigen Jahren eine Seilbahn fahren, geht es nach Münchens Oberbürgermeister. Dieter Reiter kämpft gegen einen drohenden Verkehrsinfarkt in seiner Stadt. Eine Machbarkeitsstudie für die Seilbahn hat der Stadtrat bereits beauftragt. Die Idee war eigentlich ganz leicht. Wenn die Verkehrssysteme auf der Erde, am Boden, so dicht sind, dann lag es irgendwie auf der Hand, darüber nachzudenken, in die Höhe zu gehen. Und da ist die Seilbahn einfach derzeit das beste System. Und dann haben wir uns mal überlegt, ob man das nicht wirklich als Teil des öffentlichen Nahverkehrs sehen kann. Und eine Strecke uns gesucht, wo wir auch das wirklich als echten Teil des öffentlichen Nahverkehrssystems in München einsetzen könnten. Und da kamen wir eben auf diesen Frankfurter Ring. Der hat sich deswegen so angeboten, weil die Strecke ziemlich gerade ist, was für Seilbahnen erforderlich ist. Die Seilbahn soll mehrere Endstationen des U-Bahn-Netzes miteinander verbinden und damit eine bisher fehlende Querverbindung im Norden der Stadt herstellen. Wie in dieser Simulation würden die Kabinen in luftiger Höhe über Staus und Gebäude hinwegschweben. Bis zu 4000 Menschen könnte die Bahn pro Stunde und Richtung über die 4,5 Kilometer lange Strecke transportieren. Auf dem Mittelstreifen wäre Platz für die Stützen. Viel schwieriger ist es, Flächen für die Ein- und Ausstiege zu finden. Am Verkehrsknotenpunkt Studentenstadt könnte die Station direkt hinter der Bushaltestelle und der U-Bahn-Station gebaut werden. Fahrgäste können dort mühelos das Transportmittel wechseln. Der Modalsplit, also die prozentuale Nutzung unterschiedlicher Fortbewegungsarten, sieht für München derzeit so aus. 33% motorisierter Individualverkehr, 17% Fahrrad, 27% zu Fuß und nur 23% öffentlicher Nahverkehr. Der Bürgermeister möchte diesen Anteil ausbauen. Also derzeit schaut in Deutschland ganz viele Städte nach München, ob und wie wir das hinkriegen. Weil es natürlich Einwände gibt von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, oh, ich mag das nicht, dass da irgendwie eine Gondel an meinem Fenster vorbeifährt. Jetzt sind wir in München eine Stadt, die nicht wirklich hochbaut. Das heißt, wir können das mit der Höhe der Seilbahnstrecke durchaus, glaube ich, kompensieren. Wir denken gerade an 50, 60 Meter Höhe. Ich denke immer, man muss es ausprobieren. Wenn man es nicht ausprobiert, hat man schon verloren. Und ich höre aber auch in München und im Umland, dass es ganz viele Ideen gibt für andere Strecken. Aber alle warten jetzt erstmal, ob diese Teststrecke am Frankfurter Ring funktioniert. München plant auch für 3 Milliarden Euro eine 10 Kilometer lange U-Bahn-Strecke in Nord-Süd-Richtung. Die Seilbahn soll also nicht alle Verkehrsprobleme lösen. Aber sie kann dazu beitragen, den Pkw-Verkehr in der Stadt zu reduzieren. In Berlin testet Florian Fleischmann heute neue Lastenräder. Inzwischen gibt es mehr Modelle mit Elektroantrieb. Das macht sie interessant als Autoalternative. Sie sind ja Dreiradfahrer.
Und jetzt müssen wir jetzt fahren und glücklich sein. Juhu! Also es gibt inzwischen durchaus Lastenräder und auch Hänger, die bis 400 Kilo wegtragen können. Das ist meistens ausreichend. Gekauft. Weil es sich schön fährt mit so einem Elektrounterstützung. Macht Spaß mit so einem Ding. Und würde mich jetzt natürlich auch mal interessieren, was das dann kostet. Vielleicht können Sie mir was sagen. Wir können gerne drinnen genau gucken, aber um die 4.000 Euro müssen Sie schon rechnen. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Zwar kosten moderne Lastenräder immerhin etwa die Hälfte eines Kleinwagens in der Anschaffung, doch die Unterhaltskosten betragen im Vergleich zum Pkw nur einen Bruchteil. So dass sich die Kosten pro gefahrenem Kilometer höchstens auf ein Fünftel belaufen. Etwa 5 Cent. Was haben wir hier? Und hier ist unser Firmen-Lkw. Ah. Mit Palettenmaß, hinten Luke zum Aufklappen. Damit können Sie durchaus so 200 bis 300 Kilo wegschaffen. Mhm. Genau. Können wir das mal fahren? Das können wir mal fahren. Das Lastenrad wird ein immer wichtigerer Baustein im städtischen Verkehr werden, gerade auch für Gewerbetreibende. Ich nehme mal das Druckmessgerät mit, ja? Norbert Skrobeck, Schornsteinfeger in Berlin, hat mit seinem Familienbetrieb an dem Förderprogramm Velorad des Bundesumweltministeriums teilgenommen. Wie viele Autos haben Sie jetzt noch? Jetzt habe ich nur noch diesen Wagen. Und die anderen beiden Wagen benötigen wir ja nicht mehr. Und diesen Wagen nutze ich nur noch zu 20%. Na, für mich als Unternehmer ist das natürlich auch eine Einsparung, auch eine Wirtschaftlichkeit. Und das finde ich natürlich sehr gut. Norbert Skrobeck und seine Mitarbeiter betreuen Kunden in Kreuzberg, Wedding und Marzahn. Alle Sachen, die wir hier reinpacken, das ist wie, also ich möchte mal sagen, ein Pkw-Kofferraum auf jeden Fall. Natürlich die kleinen LKWs, die haben natürlich ein bisschen mehr noch Kofferraum als hier diese Kiste. Aber für uns, wie gesagt, vollkommen ausreichend. Wir nutzen ja oftmals auch nicht den kompletten Kofferraum. Und von daher alles gut. So entspannt war Norbert Skrobeck nicht immer. Direkt vor der Ausfahrt seines Betriebes liegt der Mehringdamm, eine vierspurige Straße. Als er noch mit Firmenwagen fuhr, begann hier für den Schornsteinfeger jeden Morgen schon der Ärger. Bei diesen Verkehrsaufkommen brauchen wir mitunter Stunden, um allein an die Arbeitsstelle zu kommen. Und das ist ein Riesenproblem. Frust ist natürlich Frust. Man ist unter Zeitdruck mitunter. Man wird nervös. Man ist nicht entspannt. Man kommt schon gehetzt beim Kunden an. Und das ist natürlich auch nicht schön für die Arbeitsausführung. Dichter Verkehr, Stress und Zeitdruck bei verstopften Straßen sind für ihn Probleme von gestern. Bei schlechtem Wetter draußen zu sein, das gehört zu seinem Beruf als Schornsteinfeger. Experten schätzen, würden mehr Unternehmen umdenken und Strecken mit dem Lastenrad zurücklegen, könnten zukünftig bis zu 23% des Wirtschaftsverkehrs mit Fahrrädern erledigt werden. Norbert Skrobeck radelt jetzt jeden Tag am Stau vorbei. Tempo 20 reicht ihm allemal, um viele Autos hinter sich zu lassen. Mit dem Auto hätte ich jetzt schon mal das Problem, dass ich hier gar keinen Parkplatz finden würde. Überall sind Baustellen, keine Parkplätze vorhanden. Und damit wäre ich schon wieder unter Druck. Einen Parkplatz zu finden, habe ich nicht mehr mit meinem Lastenfahrrad. Bin natürlich absolut glücklich, dass ich hier entspannt fahren kann. So ein Lastenrad nimmt etwa 3 Quadratmeter Raum ein auf der Straße. Ein Pkw etwa 12. Die meisten Aufträge des Schornsteinfegers liegen im Umkreis von 5 Kilometern. Eine typische Stadtstrecke also. Selbst die 10-fache Tagesdistanz wäre für Elektrolastenräder kein Problem. Mittlerweile gibt es vielfältige Förderprogramme von Bund und Ländern, die den Erwerb von Lastenfahrrädern subventionieren. Das Ziel: Autos raus aus der Stadt.
Mitunter nehmen Lastenräder imposante Dimensionen an. Beispielsweise als emissionsfreier Bringdienst. Benjamin Semmler leitet einen Supermarkt mitten in Berlin. Zusammen mit Florian Hutterer will er den Lieferverkehr in der Hauptstadt eindämmen. Statt eines Kleintransporters übernimmt ein Lastenrad die Auslieferung der bestellten Produkte. Wenn ich jetzt einen Fahrer habe, den ich in den Lieferwagen setze, der ist manchmal je nachdem 4-5 Stunden unterwegs. Wenn jetzt Martin mit dem Lastenfahrrad unterwegs ist, da können wir Glück haben, dass er in 1,5 Stunden wieder da ist. Wir haben viele Kunden dazu bekommen, die das Lastenfahrrad gesehen haben und die gesagt haben, ey, finde ich eine super geile Idee, ich lasse mich jetzt auch beliefern von euch, weil dann brauche ich nicht selber mit dem Auto fahren zu euch und ihr habt sowieso keine Parkplätze. Da kommen wir dann lieber zu euch, kaufen ein und lassen uns das bringen mit dem Lastenfahrrad, finden die eine super Idee. Florian Hutterer konzipiert Nachhaltigkeitsprojekte und möchte noch mehr Supermärkte, Handelsketten und Unternehmen von seiner Idee überzeugen. Tempo 25 mit Lastenrädern hält er für ausreichend. Die PS-stärkeren Transporter seien für die kurzen Distanzen übermotorisiert. Wir sehen verschiedene Probleme im innerstädtischen Verkehr. Erstens, dass er immer weiter ansteigt, dass auch der Lieferverkehr immer weiter ansteigt. Das hat viel mit Onlinehandel zu tun. Wir sehen, dass es zunehmend Konflikte gibt im Straßenverkehr, auch was mit Transportverkehr oder mit Lieferverkehr zusammenhängt. Wir versuchen, Lieferfahrten in Innenstädten auf diesem letzten Weg der Transportkette von normalen Transportern auf Lastenfahrräder zu verlagern. Der Fahrer kann direkt vor der Tür parken, hat dadurch kürzere Wege für schwere Lieferungen. Er ist auf Straßen und Radwegen unterwegs. Staus gibt es für ihn kaum. Die Kunden werden in der Regel pünktlich versorgt. Und das ganz umweltschonend. In einem Städteranking, das Greenpeace zur nachhaltigen Mobilität in den 14 größten deutschen Städten erstellt hat, steht Berlin an erster Stelle. Hier werden nur 30% aller Wege mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt. Es folgen München, Köln, Frankfurt, Bremen und Dresden. In Stuttgart werden leider immer noch rund 56% der Wege mit Kraftfahrzeugen geleistet. Freiburg hingegen gilt als vorbildlich, war aufgrund seiner geringeren Größe aber nicht im Ranking vertreten. In La Paz, Bolivien, gelegen auf 3500 Metern über dem Meeresspiegel in der Hochebene der Anden, fährt niemand gerne Fahrrad. Das größte städtische Seilbahnnetz der Welt, ein Projekt der Superlative, sorgt für Mobilität. Hier die letzten Arbeiten an der Silbernen Linie, der 10. und somit letzten Seilbahnverbindung in der Region. Die erste wurde bereits 2014 in Betrieb genommen. Das Streckennetz in den Anden hat nun insgesamt 10 Linien und verbindet La Paz im Talkessel und El Alto auf 4100 Metern Höhe. Das Netz hat 36 Ein- und Ausstiegspunkte, ist 33 Kilometer lang. Thorsten Bäuerlen koordinierte 5 Jahre lang für die österreichische Seilbahnfirma die Baustelle. Wie läuft es bei euch? Ja, wir machen hier noch ein paar Einstellungen und circa Stunde, anderthalb Stunden können wir die Straße freigeben, ja. Der Arbeitsplatz der Monteure liegt in 65 Metern Höhe. An diesem Tag stellen die Männer den Rollensattel ein. Das mächtige Stahlseil, das darüber läuft, muss später die richtige Spannung haben. Normalerweise helfen Hubschrauber mit, die Teile hochzuhieven. Doch dafür hätte das ganze Viertel evakuiert werden müssen. Auf 4100 Metern Höhe wird jeder Handgriff zur Strapaze. Die ersten noch verpackten Gondeln der Silbernen Linie sind schon eingehängt. Für den Einsatz in der Stadt passt sich die Bahn den Bedürfnissen der Stadtbewohner an. Da gibt es Rollstuhlfahrer, Schwangere, Personen mit Gehbehinderung, ältere Personen. Das heißt, wir haben die Seilbahn so ausgelegt, dass die Kabinen in der Station eine wesentlich geringere Geschwindigkeit haben, um eben den Einstieg für diese Personen auch einfacher zu gestalten.
Dann schicken die Seilbahnbauer die Gondeln auf die Testrunde. Mittlerweile sind im gesamten Netz mehr als 1400 Kabinen im Einsatz. Abgeschirmt hinter dicken Mauern liegt die Steuerzentrale des größten Seilbahnnetzes der Welt. Rund um die Uhr wird es überwacht. Der Kontrollraum zeigt das gesamte Netz auf einen Blick. Überall an den Stationen sind Kameras installiert. Störungen auf der Strecke sind selten, werden aber direkt bemerkt. Nur bei stärkeren Stürmen wird mal eine Linie abgeschaltet. Eine eigene Spur, kein Fahrer am Steuer. Die Seilbahn gilt als sicheres Verkehrsmittel. In Spitzenzeiten wird die Taktung beschleunigt. Dann können bis zu 4000 Passagiere pro Stunde und Richtung mitfahren. In La Paz und in El Alto gibt es pro Tag rund 2,1 Millionen Fahrten mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Die Seilbahn übernimmt rund 300.000, an manchen Tagen 340.000 Fahrten. Rund 15-20% der Reisenden nutzen die Seilbahn Tag für Tag. Für La Paz war eine Seilbahn als Transportmittel die einzige Lösung, die sich in der dicht besiedelten Andenstadt umsetzen ließ. Und trotzdem mussten die Einwohner Opfer bringen für den Bau des Seilbahnsystems. Per Gesetz wurden einige Häuser enteignet. Und manche Stützmasten stehen nur wenige Zentimeter neben den Gebäuden. Proteste gab es dennoch nur selten. Es war möglich, im Nachhinein diese Seilbahn relativ einfach in das Stadtgefüge noch zu integrieren. Und es wird unglaublich gut von der Bevölkerung angenommen. Und auf diese Art natürlich entlastet es die Straßenkapazität. Seit März 2019 ist nun auch die letzte, die silberne Linie, im regulären Einsatz. Für die Menschen in La Paz und der noch mal 1000 Meter höher gelegenen Stadt El Alto ist die Seilbahn eine Chance, dem Verkehrskollaps am Boden zu entschweben. Die spanische Stadt Barcelona hat ähnliche Verkehrsprobleme wie viele andere Metropolen. Der seit 2011 gültige Mobilitätsplan der Stadt soll die Nutzung von Privat-Pkw innerhalb weniger Jahre um 21% senken. Barcelonas Straßen sind in weiten Teilen des Stadtgebiets schachbrettartig angelegt. In einigen Vierteln wurde der Autoverkehr nun stark eingeschränkt. So sehen Barcelonas Kreuzungen normalerweise aus. Und so nach verändertem Verkehrskonzept. Der Platz in der Mitte gehört jetzt den Fußgängern. Autos dürfen nur noch in einer Richtung fahren. Das Ergebnis? Weniger Lärm und Luftverschmutzung. Fußgänger und Radfahrer haben wieder mehr Freiheiten. Verkehrsplaner Adria Gumila möchte Autofahrer dazu bringen, ihren Pkw einfach stehen zu lassen und stattdessen mit dem Rad, dem Bus oder zu Fuß unterwegs zu sein. Wir haben hier den Platz zwischen den Bäumen verändert. Der gehörte vorher komplett den Autos. Das ist jetzt ganz anders. Die Hälfte des Raumes sind jetzt diese grünen Zonen mit Stühlen oder Pflanzen. Und es ist für alle völlig klar, dieser Raum gehört nicht mehr den Autos. Hier ist nur noch Tempo 10 erlaubt. Das Autofahren soll möglichst unbequem werden. Schon jetzt werden in Barcelona 34% der Wege mit öffentlichem Nahverkehr zurückgelegt. Nur 3% per Fahrrad und immerhin 46% zu Fuß. Der motorisierte Individualverkehr liegt nur bei 17%. Nach und nach werden in Barcelona immer mehr Kreuzungen verkehrsberuhigt. Die Sorge, dass die anliegenden Geschäfte darunter leiden, scheint sich nicht zu bewahrheiten.
Wir haben den Verkehr um mehr als 50% reduziert, ohne Verbote. Jeder, der mit dem Auto in diese Zone hinein muss, darf auch in diese Zone hineinfahren. Wir haben hier Lieferverkehr. Die Geschäftsaktivitäten werden fortgeführt. Aber wir haben es geschafft, diesen Platz in der Stadt sehr zu verändern. Während Städte wie London eine City-Maut verlangen oder Madrid und Paris Hauptverkehrsstraßen sperren, setzen die Verkehrsplaner in Barcelona auf die Einsicht der Autofahrer, dass sie ohne Pkw besser unterwegs sind. Das ehemalige Industrieviertel Poblenou ist so etwas wie Barcelonas Versuchslabor. Hier entstanden aus ganzen Straßen Spielplätze für Kinder. Kreuzungen wurden in eine Richtung für Autos komplett gesperrt. Für die Anwohner eine Oase mitten in der Metropole. Das ist Lebensqualität. Man hat gar nicht das Gefühl, in einer Stadt zu sein. Wir haben keinen Lärm mehr. Es ist jetzt 100-mal besser. Unser Fenster ging direkt zur Straße. Da war so viel Verkehr, es war sehr laut. Jetzt ist es so friedlich, so entspannt. Wir haben Platz, der nicht mehr den Autos gehört, sondern den Menschen. Als würde die Zeit zurückgedreht. Fußgänger erobern die Stadt zurück. Gleichzeitig überrollt ein anderer Trend die Innenstädte: E-Scooter. Seit Sommer 2019 gelten für sie in Deutschland ähnliche Regeln wie für Fahrräder. Sie sind auf Gehwegen verboten, auf Radwegen und Straßen erlaubt. Eine Umfrage unter 4000 Verleihnutzern in Frankreich ergab, mit dem geliehenen E-Roller ersetzten nur 8% der Befragten eine Auto- oder Taxifahrt. Alle anderen wären entweder zu Fuß gegangen oder hätten das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Ohne konkrete Maßnahmen wird der Automobilverkehr also nicht weniger. Der Protest wächst. Kommen Sie auf die Straße, nehmen Sie sie in Besitz. Das ist Ihre Straße. Aktivisten wandeln die Berliner Friedrichstraße in eine Fußgängerzone um. Heute müssen Autos draußen bleiben. Auch hier gibt es Pläne, den Fußgängern, ähnlich wie in Barcelona, mehr Rechte einzuräumen. Ein entsprechendes Mobilitätsgesetz soll Anfang 2020 verabschiedet werden. Florian Fleischmann sieht die Notwendigkeit, in der Stadt Auto zu fahren, heute nicht mehr. Das ist eigentlich dafür da, dass man mal sehen kann, wie viel Platz so ein Auto eigentlich braucht. Also ich brauche jetzt genauso viel Platz wie der hier mit seinem dicken Benz. So, und jetzt fahren wir hier mal ein bisschen. Jetzt nicht das parkende Auto hier anrammeln. Nach wenigen Stunden ist die Demo beendet. Und die Autos übernehmen wieder die Macht auf den Straßen.